und herzlich willkommen zu diesem neuen Upgrade-Video. Wie ich schon gesagt habe, gibt es die nächste Upgrade-Box. Und das ist die Nummer 33. Die erste Box war sehr überraschend für mich, denn es gab tatsächlich gleich beim ersten Mal Material, womit ich mich überhaupt nicht auskannte. Der Inhalt meiner zweiten Box ist nicht ganz so herausfordernd gewesen, weil ich mich mit diesen Materialien schon relativ gut auskenne. Ja, es gab dann aber dann eine einzige Sache, die neu drin war. Und was das war, dürft ihr jetzt gleich sehen. Viel Spaß dabei! Also ja, das ist dann die Box, die Nummer 33. Und dieses wunderschöne Seidenpapier, was immer da drin ist, das verwende ich übrigens weiter. Ich benutze das als Geschenkpapier. Und dann sehen wir mal, was drin ist. Das ist eine kleine Metalldose mit ein paar Farben. Schön zum Mitnehmen. Diese Farben habe ich bereits. Und Tinte. Ein Pinsel. Ein sehr schöner, spitzer, weicher Pinsel. Fässt sich gut an. Und ein Wassertankpinsel. Das wäre dann jetzt mein zweiter. Hier haben wir die Bottlebox. Bottlepost natürlich. Und ja, es sind Farben. Und das ist ja unglaublich tolles, dickes Papier. Leider nur drei Blätter. Und wieder ein paar wunderschöne Sticker. Das Bild mag ich total gerne. Und mal schauen, was wir machen. Hier seht ihr nochmal das ganze Material auf einem Blick. Ich werde mir noch schnell meinen Latte Macchiato und dann geht es los. Zuerst werde ich das erste Bild skizzieren und dann malen. Hier habe ich mir eine Frau überlegt, die mir den Rücken zuwendet und so eine Stola umgebunden hat. Und da nehme ich dann tatsächlich nur die Farben, die in dieser Box drin ist. Also in dieser Metallbox. Und man sieht, es sind passende Farben, um ein Porträt zu malen. Naja, es ist nicht wirklich ein Porträt, es ist eine Frau, die den Rücken zugewendet hat, aber die Farben passen. Hier male ich noch ein paar Falten, ein paar Akzente. Und gleich noch mit der dunkleren Farbe ein bisschen Schatten noch dazu. Hier seht ihr das Ganze fertig. Und jetzt kommt einmal die Tinte zum Einsatz. Da habe ich mir überlegt, ein Bild zu malen, was ich schon einmal gemalt hatte. Also ein ähnliches. Und das Blau ist ein wirklich schönes Blau, was da drin ist. Aber von dem Grün bin ich gar nicht begeistert. Also es zeigt überhaupt kein wirkliches Grün. Und da ich diese Van Gogh Aquarellfarben habe, habe ich mir meinen Kasten vorgeholt. Und gleich mal geguckt, welche Farben dabei waren. Und ich schummel jetzt ein bisschen und nehme einfach noch ein bisschen Farbe aus meinem neuen Aquarellkasten. Hier nehme ich jetzt die Tinte, um die Dolden von dem Lavendel zu malen. Mit dem Pinsel kann man wunderbar kleine Tupfen machen.
Und so entstehen wirklich kleine süße Lavendelstängel. Beim Bild Nummer 3 wage ich das erste Mal ein Porträt mit Aquarellfarbe. Und da mich bei der Frau die Farbe aus diesem kleinen silbernen Kästchen so überzeugt hat, habe ich das gleich nochmal genommen. Auch das Blau aus dem Kästchen nehme ich für die Augen. Und jetzt kommt die Tinte zum Einsatz. Inspiriert von dem kleinen Bild, was dabei war, von dem Künstler, habe ich gesagt, wagen wir es auch mal und malen Haare. Noch ein paar kleine Akzente mit dem Blau aus der silbernen Kiste. Und natürlich hängen immer irgendwie Haare rum und die versuche ich natürlich auch so ein bisschen einzuzeichnen. Und jetzt kommt das Rot zum Einsatz, was in der Box mit dabei war, aber ich wollte das halt nicht auspacken, weil ich halt eine Farbe diesbezüglich in meinem Kasten habe. Und da male ich dann die Lippen mit. Und das Orange wollte ich auch nochmal ausprobieren. Und dann kommen am unteren Rand einfach ein paar Blümchen rein. Ich habe dann auch mit dem Fineliner ein paar Linien gezogen. So, das hier sind dann jetzt diese drei Bilder. Bei der Frau hier von hinten mit der Stola umgebunden, die wollte ich schon immer mal malen. Da hatte ich so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, das wollte ich unbedingt mal umsetzen und habe gesagt, warum nicht jetzt? Bei diesem Bild, da habe ich schon mal so ein ähnliches gemalt, auch mit Aquarellfarbe. Das Video dazu gibt es dann gleich in der Infobox. Schaut doch direkt mal rein. Und dieses Bild hier mit der Frau und den blauen Haaren, da habe ich dann die Tinte, also das neue Material, ausprobiert und das kombiniert mit der blauen Farbe aus dieser Metallbox, die ich übrigens total toll finde. Das Bild gefällt mir sehr gut, auch wenn die Proportionen vom Kopf nicht ganz so stimmen, weil der oben so ein bisschen breiter geworden ist und die Augen, ja, sie schielt so ein bisschen, vielleicht guckt sie aber auch nach oben, das kann ich jetzt nicht so, ja, es ist beides. Ja, was sagt ihr dazu? Welches dieser drei Bilder euch besonders gefallen hat, würde mich interessieren. Schreibt mir das mal bitte in die Infobox. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch überhaupt gefallen hat. Und wenn ihr meinen Kanal noch abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert, werdet ihr auch informiert, so viele irrt, wenn es wieder etwas Neues von mir gibt. Und bis dahin, bye!